Was hat dich eigentlich damals, als du Missbrauch erlebt hast, überleben lassen? Woran hast du dich festgehalten? Ursula, bist du gläubig? Werde ich häufig gefragt, auf verschiedene Arten und Weisen. Es ist fast so, als ob Menschen danach fragen, was denn nun das, ich möchte mal sagen, große Geheimnis ist, was denn nun meine Überlebensformel war und woher ich, ja, woran ich mich festgehalten habe und was mir vielleicht auch die Kraft geschenkt hat, das Ganze auf die Art und Weise zu überstehen, wie ich es überstanden habe. Vor einiger Zeit bin ich gefragt worden oder gebeten worden, für eine Jugendfreizeit ein Statement aufzunehmen dazu, wie ich, was ich über das Kreuz denke. So, und wenn du jetzt nicht im christlichen Kontext unterwegs bist, wird dich die Frage vielleicht etwas irritieren. Was ist damit gemeint? So, und letztendlich geht es um die Glaubensfrage. Und ich habe da etwas erzählt über meinen Weg mit Jesus, über meinen Weg des Glaubens. Und ich habe ja lange Zeit eine Beziehung mit Jesus gehabt, ohne zu wissen, dass es Jesus ist. Und er war auch derjenige, der ja, bei mir war in den dunkelsten Momenten meines Lebens, in meiner Kindheit und Jugend. Und ich wollte das Video gerade löschen und da hatte ich den Impuls, Mensch, ich teile das hier mit euch auf YouTube und ja, in der Hoffnung, dass das vielleicht für den einen oder anderen spannend ist, ermutigend ist vor allen Dingen und ja, vielleicht auch der ein oder andere sich in dem, was ich dort erzähle, wiederfinden kann. Denn ja, man kann eine Beziehung zu Gott haben, ohne überhaupt zu wissen, dass es Gott ist. So. Aber mehr dazu im Video und ich wünsche dir jetzt viel Freude und Erkenntnis und ja, schöne Momente damit. So, hallo liebe Gruppe. Ich freue mich total, auf diesem Wege hier per Video heute bei euch sein zu dürfen. Und Johannes hatte mich gebeten, ein bisschen darüber zu sprechen, was das Kreuz für mich persönlich bedeutet. Und ja, ich möchte euch jetzt einfach in den nächsten 10 Minuten ein bisschen damit hineinnehmen, auch in meine persönliche Biografie und welche Rolle Jesus in meinem Leben gespielt hat und welche er heute in meinem Leben spielt. Und ja, freue mich auf diese gemeinsame Zeit. Mein Name ist Ursula Schulenburg. Und ja, bitte seht es mir ein bisschen nach, dass ich angeschlagen bin. Ich lag bis gestern noch krank im Bett und deshalb ist mein Geist noch nicht so klar und meine Stimme noch nicht so fit. Aber ich habe mir gedacht, Gott ist in den Schwachen stark. Und auf diese Bibelstelle stelle ich mich jetzt einfach und vertraue darauf, dass er das, was ich ihm jetzt hier hinhalte, durch das, was ich sage, dass er das nutzen kann, um sein Reich zu bauen, um vielleicht zu dem einen oder anderen von euch zu sprechen und um sich darin zu verherrlichen. Genau, was bedeutet das Kreuz für mich? Und das ist natürlich so eine mega große Frage. Und ich habe mich ja gefragt in der Vorbereitung so, was ist das Wichtigste daran für mich? Oder was ist so das, was am nächsten an meinem Herzen ist? Und das ist auch leicht zu beantworten. Das war mir klar, was es ist. Das ist, dass ich eine Verbindung zum Vater haben kann. Durch das Kreuz hast du, haben wir die Möglichkeit, beim Vater sein zu dürfen. Es berührt mich total, weil ich weiß, dass ich ohne diese Verbindung, ich wäre heute weder physisch hier anwesend noch, noch ja, bei klarem Verstand, normal klarem Verstand, dazu aber später mehr. Also das ist für mich so das Hauptgeschenk des Kreuzes, der Weg frei zum Vater ist und dass du und dass ich, dass wir die Möglichkeit haben, zu ihm, zu seinem Verbindung mit ihm zu leben. Und was damit natürlich super eng verbunden ist, ist die Tatsache, dass es da diesen Gott gibt, dass es Jesus gibt oder Gott gibt, der gesagt hat, okay, ich komme, ich verlasse meinen Himmel, ich verlasse meine Herrlichkeit und komme auf die Erde, um meine geliebten Menschen mit mir zu versöhnen, um sie zu retten. Und das macht total viel mit mir, sicherlich auch biografisch bedingt, weil ich in eine Familie hineingeboren wurde, wo ich schwere sexualisierte Gewalt in meiner Kindheit und Jugend erleben musste, zum Teil auch Folter. Ich weiß, das sieht man mir heute zum Glück so nicht mehr an. Und da, ja, zu wissen, dass Jesus seine Herrlichkeit verlassen hat, um in, ja, in diesen Dreck und diese Hölle meines Lebens
hinabzugehen, ja, also dass er sich als Gott nicht zu schade und zu schön und zu heilig war, zu sagen, so, ich gehe jetzt in diesen Sumpf rein, in diesen Dreck, um eins meiner geliebten Kinder, in diesem Fall ich und du natürlich ganz genauso, um uns zu retten, um uns die Hand zu geben, um neben uns zu stehen und uns zu begleiten, auch durch den größten Schmerz, den seelischen Schmerz, den inneren Horror, den äußeren Horror, den vielleicht der ein oder andere auch von euch erleben musste, jeder auf seine Art und Weise. Das berührt mich sehr und das ist, da bin ich Jesus, ja, unfassbar dankbar, beschreibt es nicht, sondern einfach, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also ich verdanke ihm einfach mein Leben. Das ist so das Größte, was für mich am meisten raussteht, zumindest in dieser Phase meines Lebens, auch wenn ich zurückschaue, dass ich sage, so danke Jesus, dass durch das, was du am Kreuz getan hast, es möglich war, für mich durch auch dieses Leid zu gehen und dass ich in diesem Leid, auch wenn ich mich oft alleine gefühlt habe, in meinem allertiefsten Inneren immer wusste und mich daran festhalten konnte, festklammern konnte, durfte, dass es dich gibt und dass ich, so paradox das klingt, und ich weiß, das ist ja ein Kontext, wo das verstanden wird, wo ich trotzdem safe war, obwohl ich körperlich natürlich nicht safe war und oft auch bis an die Todesgrenze heran eben auch Gewalt erleben musste. Und dazu zu wissen und nicht nur als Konzept zu wissen, sondern das auch erlebt haben zu dürfen oder müssen, also je nachdem, von welcher Perspektive man drauf schaut, das zeigt mir, dass Jesus wirklich lebt, dass er da ist und dass durch ihn, und das habe ich aber erst viel, 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 viel später verstanden, dass durch das, was er getan hat, das möglich ist, dass wir auch in schwierigen Situationen oder auch vielleicht sogar katastrophalen Situationen, wie viele Geschwister das von uns auch eben im Iran, überall auf der Welt auch erleben müssen, dass wir auch in der allergrößten Not mit dem Vater verbunden sind und das nicht nur wissen dürfen, sondern das auch erleben dürfen. Und was vielleicht interessant oder spannend an meiner Geschichte sein könnte oder kann, ist, dass ich das so erlebt habe, dass da immer jemand an meiner Seite war. Ich habe es mal intensiver erlebt und mal weniger intensiv erlebt, aber ich wusste nicht, dass das Jesus ist. Und ich wusste auch nicht, dass diese Verbindung, die mir Kraft zum Überleben geschenkt hat, über nicht nur Jahre, sondern auch wirklich Jahrzehnte, dass das unser Vater ist, dass es Gott ist. Und da kann man sich natürlich fragen, wie kann man das erleben und wie kann man da so eine lebendige Beziehung haben, die auch einfach die Überlebensquelle ist, ohne dass man weiß, um wen es da eigentlich geht und ohne auch diese Theologie zu haben. Und ich bin zwar in ein christlich groß geworden, aber habe das, was ich mit Gott erleben durfte, nie in Verbindung gebracht, also nicht mal im Ansatz mit dem, was ich im kirchlichen Kontext da erlebt habe. Also es waren für mich zwei komplett verschiedene Welten und das ging auch weiter in mein junges Erwachsenenalter und ja bis vor wenigen Jahren, dass ich diese innere Verbindung zu dem, was ich heute weiß, dass der Vater ist, hatte und auch immer gesucht habe. Das ist mein Allerheiligstes, habe ich das genannt. Ich habe es zum Teil auch gar nicht benannt, weil es so, vielleicht kennst du das, dass manchmal Dinge so besonders oder so heilig sind, dass Worte das eigentlich eher klein machen. Und deshalb habe ich das für mich so nicht benannt, aber ich habe es wohl erlebt und diese Beziehung genährt und mit meinem damaligen Wissen und Verständnis auch immer wieder an die erste Stelle meines Lebens gerückt, weil ich einfach wusste, ohne das ist mein Leben einfach irgendwie öde, es ist leer, es ist einfach tot, es ist nicht lebenswert. So. Und ohne das, was ich dann oftmals auch das Licht genannt habe, und heute weiß ich, dass Jesus das Licht der Welt ist, so ist es natürlich schön, auch zu diesen Erfahrungen Bibelstellen zu haben oder das auch irgendwo nachlesen zu können und mit anderen Menschen teilen zu können. Dieses Licht, das war das, was mir geholfen hat, mich an dieser furchtbaren Dunkelheit, die ja auch
natürlich satanisch und dämonisch geprägt war. Also sexualisierte Gewalt ist einfach abgrundtief böse und da hat der Feind, ist einfach der Feind drin, also das wisst ihr alle, so dass das ohne dieses Licht ich nicht mal im Ansatz eine Chance gehabt hätte. Ich wünschte, ich hätte damals schon Bibelstellen gehabt, um den Feind, der sich im Körper meines Vaters da ja, manifestiert hat oder ausgelebt hat, wie auch immer man das nennen möchte, um den ganz klar zu adressieren. Aber das konnte ich damals nicht. Das, was ich aber konnte, wo ich weiß, dass Jesus mich da einfach krass befähigt hat, ist an dem festzuhalten. An diesem Licht festzuhalten, dem festzuhalten, was ich damals das Licht genannt habe. Heute würde ich sagen, an ihm festzuhalten, mich daran zu klammern, mehr als an mein eigenes Leben. Und ich hoffe, das ist okay für euch, dass ich da so offen drüber spreche, dass das nicht ja, irgendwie triggert oder so. Aber ich habe gerade den Impuls, das so mit euch zu teilen. Und in diesem Zuge habe ich eine sogenannte Nahtoderfahrung gemacht, so nennt man das, also wo man dann quasi den Körper verlässt und durfte da, heute würde ich das so nennen, dass ich sage, ich durfte da, also Jesus hat mich da, da im Empfang genommen. Und das ist nochmal ein ganzes Thema für sich, ich möchte da jetzt gar nicht so drauf eingehen, aber zu erleben, dass wenn ich mich ans Licht klammere, dann bin ich safe. Dann bin ich safe. Dann verliere ich vielleicht alles. Alles, auch so den Körper. Aber ich bin safe. Und das, das ist etwas, was mir Kraft gegeben hat, diese Hölle auch weiter noch durchzustehen. Ich war damals noch nicht volljährig. Und auch Kraft gegeben hat, mich dann aus dieser, wirklich aus dieser Hölle rauszuarbeiten. Ich habe da mal ein Interview drüber gegeben und da auch ein bisschen drüber gesprochen. Auf YouTube findet man da das ein oder andere, wenn es einen interessiert. Und bin dann oft gefragt worden, ja, warum sagst du denn nicht, dass es Jesus war? So. Und zum damaligen Zeitpunkt, wo ich das Interview gegeben habe, und das ist noch nicht viele Jahre her, ich weiß es gar nicht, vielleicht 5 oder so, will jetzt hier nichts Falsches sagen, da war ich noch in diesem, hatte ich dieses innere Erleben, aber ich wusste eben nicht, dass das Jesus ist oder dass wir Christen das Jesus nennen, weil einfach diese Kluft da war zwischen dieser Heiligkeit und Schönheit, die ich mit ihm erleben durfte und dem, was ich mit Kirche verbunden habe. Und das tut mir so leid, weil ich weiß, dass es unfassbar tolle Menschen gibt in Gemeinde, in Kirche. Das weiß ich aber erst seit ein paar Jahren. Ich wusste es vorher nicht. Ich hatte vorher leider ein sehr konfliktives und schwieriges Verständnis von Kirche und bin froh, dass sich das geändert hat, dass ich da einfach ganz viele wunderbare Menschen kennengelernt habe, zu denen ich mich heute eben auch als Brüder und Schwestern, also wo ich mich dazugehörig fühle und genau, aber das war eben bis vor ein paar Jahren noch nicht so und letztendlich hat der Durchbruch, wo ich dann gecheckt habe, okay, den du erlebst, das ist Jesus, also eine Begegnung hat dazu geführt und genau, ich will noch mal ganz kurz darauf eingehen, habe ich den Gedanken nicht zu Ende gedacht und zwar, genau, warum habe ich das in diesen YouTube-Videos nicht gesagt? Ja, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass die Kirche und ich, dass wir den gleichen meinen und weil ich Sorge hatte, dass dieses Bild oder diese heilige Erfahrung, die mir einfach in so vielen Situationen das Leben gerettet hat, dass mein absoluter Anker ist, so mein einziger wirklicher Halt, dass das irgendwie ja, beschmutzt wird oder klein gemacht wird dadurch, dass da jetzt irgendwie so ein Name draufgeklebt wird. Und wie gesagt, heute weiß ich, dass Jesus der Name ist, der über allen Namen steht und der Herr aller Herren ist. Und das weiß ich aber erst und das kann ich auch erst jetzt so aus vollem Herzen sagen, nachdem ich diese besondere Erfahrung machen durfte. Und zwar war das hier in diesem Haus, oben habe ich ein kleines Büro und da zwar vor 2,5 Jahren, glaube ich, genau, stand ich am Schreibtisch und habe irgendwie Buchführung oder irgendwas Langweiliges gemacht. Also war jetzt gar nicht so irgendwie erfüllt unterwegs, ja, sondern wirklich irgendwie, ich habe irgendwie Mails beantwortet oder irgendwie sowas, ja. Und da
war das so, und ich kann euch das erzählen, weil ihr das nachvollziehen könnt, im weltlichen Kontext denkt man dann leicht, okay, die irgendwie spinnt die jetzt so. Aber es war tatsächlich so, dass plötzlich Jesus neben mir stand. Er stand bei mir im Büro, und ich wusste in dem Moment, als er da stand, es war der gleiche, der mir in der Nahtoderfahrung begegnet ist, und ich wusste in dem Moment, ich wusste einfach, okay, es ist Jesus. So, es ist einfach sonnenklar, das ist er. Und das bestätigte sich auch dadurch, dass er sagte, so, komm nach Israel, komm nach Jerusalem, und ich möchte dir dort begegnen. Und da habe ich dann gecheckt, okay, Jerusalem, Israel, okay, klar, das ist Jesus. Also es war nochmal so eine Bestätigung. Und das ist eigentlich ein bisschen witzig. Ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht genau, wo Jerusalem ist. Also ich wusste schon so ein bisschen so Nahen Osten, Israel, irgendwo da unten. Aber ich hatte es jetzt irgendwie nicht so präsent vor Augen und habe dann erstmal gegoogelt, wo ist denn das überhaupt? Wie lange fliegt man da überhaupt hin? Und bin dann nach Israel geflogen, kurze Zeit später. Ich habe gespürt, dass eine große Dringlichkeit dahinter ist, und habe dort wunderbare Erfahrungen machen dürfen und vor allen Dingen jetzt auch in diesem Kontext auch nochmal wichtig, ich habe Menschen getroffen. Gott hat mich zu Menschen geführt, auf völlig verrückte, ich würde eher sagen göttliche Art und Weise. Es war schon wirklich crazy, es konnte einfach nur Gott so zusammenfügen. Menschen getroffen, die Jesus kannten und die gebetet haben. So, ich war da in Settings, wo gebetet wurden, und die Art und Weise, wie diese Menschen gebetet haben, zum Teil auch in Sprachen, die ich nicht verstand, also was weiß ich, Russisch und irgendwie noch was anderes, Portugiesisch verstehe ich auch nicht, die haben gebetet, und die Art und Weise, wie sie gebetet haben und zu wem sie gebetet haben, da wusste ich, okay, wir beten hier zu dem Gleichen. Und diese Erfahrung war so krass für mich, weil ich das nicht kannte. Ich kannte das nur, dass ich gebetet habe in meinem Herzen, aber das nicht mit anderen Menschen so teilen konnte. So, ich dachte, naja, die Kirche hat halt ihren Gott, so irgendwie so ein bisschen strange, und so toll fand ich die Leute in der Kirche nicht. Sage ich mit ganz viel Wertschätzung, weil ich weiß, dass diese Menschen auch ihr Allerbestes geben, und ne, also ich sage das wirklich mit Demut und Wertschätzung auch vor der Arbeit dieser Menschen. Aber für mich war das einfach, es waren zwei Welten, und ich durfte in Jerusalem erleben, dass Menschen gebetet haben, auf die gleiche Art wie ich. Die haben den gleichen gemeint. Und so sind immer mehr Verbindungen entstanden. Und und da hat Gott einfach Wunder gewirkt. Und da stehe ich immer noch staunend daneben, wenn ich Menschen begegne, die Jesus kennen, mit Jesus unterwegs sind. Ich studiere mittlerweile Theologie. Das ist jetzt alles in ganz kurzer Zeit passiert. Das ist wirklich ist erst 2,5 Jahre her. Das war schon ziemlich, ziemlich verrückt, das Ganze. Ziemlich göttlich, das Ganze. Sowas kann einfach, solche Geschichten kann nur Jesus schreiben. Und und das bedeutet, also das ist das Kreuz für mich. Das Kreuz ist, dieses Leben. Also Jesus ist ja das Leben. Das Leben, was er ist, die Wahrheit, die er ist, das Brot, was er ist, wovon ich mich ernähren kann. Und das ist einfach so schön, dass er Menschen und in diesem Fall eben auch mich, dass er mich ernährt hat, dass er mich geliebt hat, dass er mir die Leuchte an meinem Fuß, das Licht auf meinen Faden, das ist ja einer der Psalme, fragt mich jetzt nicht welcher, so genau habe ich es noch nicht, aber ich bemühe mich darin, Bibelstellen auswendig zu lernen, dass er eben schon immer das Licht, die Leuchte an meinem Fuß war. Sein Wort ist ja die Leuchte an unserem Fuß, das Licht auf unserem Faden, und dass er in mir immer wieder den Wunsch gelegt hat, schon als kleines Mädchen, auch in diesen furchtbaren, wirklich Foltersituationen und Übergriffssituationen, diesen Wunsch gelegt hat, mich immer wieder nach ihm auszustrecken. So, wenn du mich suchst, wenn du mich von ganzem Herzen suchst, werde ich mich von dir finden lassen, sagt Gott in Jeremia. So, und dass er diesen Wunsch immer wieder, er legt ja in uns den Wunsch und das Vollbringen, dass er mir immer diesen Wunsch wieder ins Herz gepflanzt hat, mich nach ihm auszustrecken und nach ihm zu rufen. Und dafür bin ich unfassbar dankbar, und könnt jetzt noch stundenlang weiterreden. Das ist einfach, Enthusiasmus heißt ja irgendwie so, habe ich gerade gelernt, steht in meiner App, ich schreibe mir immer sowas auf, dass wenn, glaube ich, wenn Gott in uns ist, Johannes, du kannst das vielleicht nochmal gerade rücken, also einfach zu erleben zu dürfen, dass Gott in uns ist und uns diese Freude schenkt, diese Lebensfreude, diese Begeisterung vor allen Dingen auch für ihn und für alles, was er ist, das ist so ein großes Geschenk, und dafür bin ich ihm echt unendlich dankbar. Ja, ihr Lieben,
Ich mache jetzt den Punkt an dieser Stelle und wünsche euch eine richtig gute Zeit und ich möchte euch noch segnen. Danke, Jesus, dass du bei dieser wunderbaren Gruppe bist an Jugendlichen und jungen Erwachsenen und danke, dass du jeden Einzelnen siehst. Danke, dass du das Leben von jedem Einzelnen kennst, dass du jeden Einzelnen an deiner Hand hast, dass du ihn und dass du sie, dass du diese wunderbaren Menschen führst, dass du einen genialen Plan für jeden Einzelnen hast. Und danke Gott, dass du dich immer wieder von uns finden lässt. Immer wieder aufs Neue. Und danke, dass du uns den Wunsch legst, dich suchen zu wollen. In deinem heiligen Namen, Jesus. Amen. Amen. Habt eine gute Zeit. Gottes Segen. Shalom. Vielleicht hast du jetzt hier am Ende dieses Videos den Impuls, etwas mitzuteilen von dem, was das Video mit dir gemacht hat. Und dazu hast du die Möglichkeit unten in den Kommentaren. Und wenn du neugierig geworden bist, wenn du diesen Jesus ganz persönlich für dich in deinem Leben kennenlernen möchtest, dann geht das ganz einfach. Dann kannst du einfach jetzt in diesem Moment oder wann auch immer es für dich passt, sagen, Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Ich lade dich ein in mein Leben. Meine Tür ist für dich offen. Und dann schau mal, was passiert. Wenn du in diesem Prozess Unterstützung haben möchtest, dann lade ich dich herzlich ein, mal auf meiner Homepage vorbeizuschauen. Wir haben im Institut einen Kurs, der heißt El Shaddai, die Rückkehr zur Quelle, in dem wir Menschen unterstützen, eine Beziehung zu Jesus aufzubauen oder die schon bestehende Verbindung zu intensivieren. Die nächste Staffel dieses Kurses startet im Herbst und wenn du neugierig bist, schau gerne mal vorbei. Ich freue mich, dass du da bist und wünsche dir alles Gute und vor allen Dingen Gottes Segen. Bis zum nächsten Video.